Hasta la vista, baby. Meine Damen und Herren, live und in Farbe, aus dem schäbigen Süden der Spätzles Hauptstadt Stuttgart, the one and only, die Achim Glücksshow. Ja, bist du da im Bild? Ja, klar. Wirklich? So ist es. So, hallo, so, Glück. So, jetzt willkommen zur dritten Folge von Friseurspiegel TV, dem Hille, seine eigene Fernsehshow. Hille, wie hat sich denn dein Leben so verändert, jetzt so als Porsche-Fahrer? Ha? Komm, darüber müssen wir reden, es muss ja doch nicht peinlich sein. Du fährst ja jetzt Porsche. Ja, jetzt war es mal zu laut. Jetzt war es mal ein Haarschnitt besprechen. Was hast du denn heute vorgestellt? Willst du wieder aussehen wie Brad Pitt, wie letztes Mal, oder wie... Oder wieder Marlene Dietrich. Machst du mal irgendwie so eine C-Promi-Frisur, wo nicht jeder gleich sieht, dass ich gerade keine Show habe? Kriegst du das hin? Wir machen schon ein bisschen wieder kürzer, oder? So ein bisschen wieder Pocher, oder? So eine C-Promi-Frisur. Ja, das machen wir. Kurz halt, ja. Kurz, genau. Kurz und bündig. Kurz, ja? Genau. So, jetzt kann ich fragen. Ja, ich habe ja meine Haare extra gewaschen, gell? Ich tue die Haare ja... Also einmal duschen in der Woche, wie man das halt so macht als Schwabe, gell? Ja, wir haben jetzt auch bei dir, ich sage, Öli Dry Hair Shampoo genommen, für Öli Dry Hair Shampoo, dass man alle letzten Rückstände des körperlichen Ausdünstungen rauskriegen. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, früher als du Kind warst, also ich habe bei meinen Eltern auf der Schwäbischen Alb, da hat man ja nur einmal, das ist übrigens der Chef von... Haram, der Andreas. Bist du der Andreas Ramm? Ich bin Andreas Ramm, schönen guten Tag. Ich will mich auch auf diesem Weg nochmal vorstellen. Wir sind ja einer der besten Salons Deutschlands. Und also der Achim hat halt einfach das Glück, jetzt bei einem der Top-Salons zu sein. Bei mir noch ein Termin nicht zuletzt. Bei dann auch noch, das ist die Oberspitze, bei einem der Top-Friseure zu sein. Aber du weißt ja, dass unser Vertrag bald ausläuft und Tony and Guy steht schon vor der Tür, das weißt du ja. Der steht schon vor der Tür und wir stehen halt dahinter. Wir sind im Raum und die sind noch draußen. Aber also, ihr habt eine Option. Wir sind im Sonnen, die stehen im Regen. Also man kann das immer so wenden und wir haben ja die Option, die ziehen wir ja noch. Wir ziehen ja die Option. Also alles Gute und Gott sei mit euch. Ja, ich bin heute verletzt worden. Kann es sein, dass dein Chef Kamera geil ist? Ja, das ist Kamera geil. Kamera geil. Ja, wenn der Mikro in der Hand hat, dann muss ich ihn schon teilweise wegziehen vom Podium. Kenne ich, gibt es ja auch bei Facebook, ja? Diese Selbstdarsteller, widerliche. Da gehöre ich aber nicht dazu. Nein. Aber jetzt kommen wir doch mal zurück auf das eigentliche Thema. Einmal in der Woche früher, als ich Kind war auf der Schwäbischen Alb, hat man nur einmal in der Woche gebadet. Und das war wirklich kein Gag. Wie war das bei dir zu Hause? Das war bei, also muss ganz ehrlich sagen, das war bei uns auch so. Mein Bruder ist zuerst in die Badewanne und dann kam ich rein. Ja. Mein Bruder war komisch, weil es immer dreckiger wie ich. Ja. Ich war ein sauberer Typ. Ja. Ja, ich durfte mir eben das dreckige Badewasser nehmen. Eigentlich dann, irgendwann haben wir es dann andersrum gemacht, dass ich zuerst rein bin, aber ich habe meistens reingepinkelt, weil es so schön warm war. Und das stimuliert natürlich. Dann hat man ins Badewasser reingepinkelt. Das war bei mir auch so. Ich hab eine Zwillingsschwester, sieht die auch so aus wie du? Nein, die sieht nicht so aus wie ich, weil das ist eine Frau. Und die hat auch immer zuerst baden dürfen, weil die Mutter eben einen ausgeprägten Männerhass hatte, ja. Wie fast alle Ehefrauen, die gepeinigt werden, musste ich natürlich auch in dieses dreckige Badewasser von meiner Schwester sitzen. Und da gab es natürlich auch noch moderne Leute in dem Dorf, die hatten ziemlich früh eine Dusche. Und das war ja eigentlich, eine Dusche war sowas wie ein Gummiwasserbett. Weißt du, irgendwas Sexuelles. Mein Dad, der hat dann gelästert über die Leute, die eine Dusche haben und so. Die Drecksau, duscht jeden Tag. Gab es das bei dir auch? Ja, meine Mutter war ja auch im Kosmetikbereich und da war der Hygiene schon vor der Grund und so. Und da hat es auch sehr früh angefangen, dass man halt so sehr reinig war. Wir hatten eine Badewanne mit Duschkopf. Ja, das war immer Duschkopf. Das war schön. Wir haben fließend Wasser gehabt. Du bist ja nicht nur
Star-Couffeur im Städtle, sondern auch DJ, also MP3-Fetischist, MP3-Traktor-Fetischist, aber auch den muss man bedienen können, Hille. Ja, klar, aber ich sage immer, klar, das Mixen ist das vereinfacht, aber es gibt viel mehr Techniken, die du bedienen musst. Und die musst du natürlich dir auch erstmal aneignen. Die Loop setzen, Effekte reinjagen, das Loop verändern. Dann musst du halt die richtige Musikauswahl auch ausfiltern für die Leute, wo du vor dir hast. Also da muss man schon eigentlich anders machen. Aber die Problematik ist halt so, ich habe die alles auf meinem Laptop drauf, 8000 Titel. Und jetzt such mal für 4 Stunden, 6 Stunden der Musik aus. Das ist sehr, sehr anstrengend. Wo geht's denn hin, der Trend musikalisch? Bleibt's immer noch bei Türken Hauptschulmusik? R&B, weißt du, schwangere 14-jährige Teenager in Not. Also so wie jeden Samstag auf dem Parkplatz von einer Großraumdisco, ja, auf der Rücksitzbank. Schwangere Teenager in Not, das wäre auch was für RTL. Würde ich nicht mehr sagen. Das ist, also, ich glaube, das war wieder im Dance-Hausbereich. Da tut sich immer viel. Und dann halt auch schon ein paar deutsche Hits. Deutsche Stimmen. Was hältst du eigentlich von dem Wendler? Ist das nicht eine Frechheit, dass der jetzt seinen neuen Song Sie liebt den DJ immer noch neu aufgelegt hat mit einer kleinen Textabänderung? Sie liebt ihn immer noch, den DJ. Das ist eine Katastrophe. Ja, aber er ist doch erfolgreich. Warum ist das jetzt eine Katastrophe? Der bedient doch nur das, was das Volk gerne hört. Ja, da kommt sich den alle nach Mallorca, wo der ist. Wunderschön. Und dann kommen sie hierher und kaufen sich CD und deswegen ist auch erfolgreich. Ach komm, Mile, das stimmt doch nicht. Hör mal, ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich damals noch ein A-Promi war und eine Sendung hatte, ja, war ich der Einzige, der Dieter Bohlen und Modern Talking gespielt hat. Was habe ich Prügel bekommen? Immer, Glück, deine Show, und musste es sein, immer mit Dieter Bohlen und Igitt. Und heute schreien diejenigen, die damals rumgemunkt haben, naja, das mit dem Dieter Bohlen habe ich schon immer gewusst, der ist gut, ja. Heute ist doch der Hit, ja? So sieht es doch aus, Hille. So ist es auch. Und so ist es doch auch mit dem Wendler, ja. Der ist bald salonfähig, das sage ich dir. Und ich spreche immer vom wirtschaftlichen und Erfolgsaspekt. Und das ist einfach top. Der Mann hat es drauf, ja. Der vermarktet sich. Ja, gut, genau. Scheffel da mit Bodenschwind. Macht das halt so lange, wie es klappt und geht. Aber hat sich jetzt dein Leben, weil du jetzt Porsche fährst, verändert? Die Frage hast du mir ja immer noch nicht beantwortet. Also wir sind hier nicht in der ARD, wo man Fragen in den Raum stellt und sich von Politikern verarschen lässt, die einfach keine Antwort drauf geben. Ich hätte gerne eine Antwort auf die Frage. Also, ob sich mein Leben verändert hat, yes. Seit ich Porsche fahre, ist so, dass der Tankwart mich öfter sieht. Ja? Und Freunde? Hast du mehr Freunde? Nee, Freunde nicht. Bei Facebook? Du fährst Passat, da macht ein bisschen mehr CO2-Ausstoß. Bitte. Nicht die Sendung stören, das kann ich nachher alles schneiden. Ja? Da habe ich eh keinen Bock drauf. Also, Hille. So. Der Tankwart. Hat sich nein. Schneider? Ja, auf jeden Fall. Ja? Nein. Kannst du da Namen nennen? Sergio. Sergio, wer ist das? Ah, du. Bist du neidisch auf den Hille sein Porsche? Nee, ich habe... Du musst da schon in die Kamera rein, eine von beiden. Die Leute wollen dich ja sehen. Das ist praktisch mein Auto. Nee, ja? Sergio, das war doch so, da hat eine Kundin zu mir, die hier saß, sagte, hat gesagt, und wie geht das? Oh, scheiße, geht das? Ich hab so scheiß Kollegen. Und dann hat Sergio stand hier und habe zu dem Sergio gesagt, du, wir haben auch überall scheiß Kollegen. Hallo, scheiß Kollege. Also Hille, den könnte ich vielleicht gerade noch an den Mario Barth verkaufen, denke ich. Vielleicht. Ja. So, du hast die Brille schon absetzen? Ja, die Brille, die ist von Aldi. Die habe ich ja auch, weil ich ja meine Gags alle ablese hier. Also mit meinem, ganz ehrlich jetzt, mit dem Porsche hat sich halt nichts verändert. Die Leute gucken mehr, weil es natürlich auch ein gelber Porsche ist. Ich habe ein Bild da, ich zeige ja, das. Genau, das Bild, beim Fernsehen ist ja immer Bild wichtig. Ja, gell, dass man das mal auch sieht. Ich bin aber kein Angeber. Aber ein iPhone, ja. Und kein Angeber, ja. Das ist mal der... Von hinten. Von hinten. Geil. Das ist der schönste Arsch, was es gibt. Das ist von vorne, gell.
355 PS. Ja, toll. Ja? Ja, ja, freue mich auch. Hat er das halt geleistet, weil ich so jeden Tag hart arbeite. Quatsch, du hast geerbt, als du. Das weiß doch wohl jeder. Ich habe hart gearbeitet. Hier, da. Den Eltern ihr hart Erspartes durchblasen. Durchbringen. Mit dem Porsche von wegen gearbeitet und so. Heute kam in den Nachrichten wieder 162 Trillionen werden in den nächsten 10 Jahren in Deutschland wieder vererbt, mein Freund. All diejenigen, die Kohle haben, haben die wenigsten dafür gearbeitet. Ich habe sehr viel entbehren müssen in meinem Leben, um mir sowas zu leisten. Ja. Ja? So sieht's doch aus. Du Hille, jetzt ich als C-Promi bin es ja nicht gewohnt, wie ein normaler Mensch behandelt zu werden. Nee. Aber ich würde jetzt gern mal beim Friseur so von dir so ganz normal behandelt werden, weil es dann dämlicher Smalltalk, was der Friseur mit so einem Normalsterblichen so spricht, wenn er nicht prominent ist oder C-prominent. Okay. Fangen wir mal an so. Ja, also ich bin jetzt einfach so, sagen wir mal, Werkzeugmacher bei Metabo. Und wie ist das Wetter heute? Ah ja, gell. Könnte ein bisschen freundlicher sein, gell? Ja, und gehen Sie auch bald in Urlaub? Ah, Urlaub kann ich mir dieses Jahr nicht leisten. Ich sage immer, daheim ist sau schön. Ja, das sage ich auch immer, gell? Mhm. Und wo wohnen Sie denn eigentlich? Ja, da, wo ich immer wohnen halt. Ah ja, schön. Ein schöner Eich. Ja, ein schönes Buch. Da auch, ja. Ach, ich verwechsel das immer, gell? Ja, ja. So können wir wieder aufhören, weil ich bin kein normalsterblicher Friseur. Du hast ja nur Stars als Kunden, ja. Prominente. Ja, ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass einer von beiden heute von uns Make-up trägt, damit einer von beiden wenigstens in diesem Beitrag gut aussieht? Ja, ich hab's schon gesehen. Hast du gesehen, ja? Ja. Hast du gedacht, Glück, die schwule Sau hat sich geschminkt, oder was? Wo wir uns umarmt haben, habe ich gedacht, warum ist dein Gesicht schon jetzt auf mein T-Shirt drauf? Ja. Der war gut. Ich bin heute verletzt worden. Ja, warum? Ja. Ich hab, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Jedenfalls hat jemand mir einen Kugelschreiber hier, guck mal, ist es rot und leicht Blut. Ja. Also ich musste ein bisschen vielleicht drücken, könntest du mal an die Kamera hier. Ja, ich musste ein bisschen drücken, dass da Blut rauskam. Mhm. Also ich war schwer verletzt. Mhm. Die Maya hat mich dann verarztet. Der hat dann draufgeblasen. Die hat gemacht. Aua! Hille! Du weißt ja, ich bin ja nicht nur C-Promi, sondern auch Musikmanager. Ja. Ich habe ja einen talentierten DJ in Los Angeles hocken, in Hollywood, den DJ Bahnhof 21. Warum spielst du den eigentlich nicht? Du, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Weil ich noch nicht aufgelegt habe, aber ich werde es am Wochenende auflegen. Da werde ich es dann laufen lassen und dann werde ich es bei, wenn es dann geht, noch was? Mit einer Kamera. Ja, das ist ja die Bedingung, weil die Leute wollen das ja sehen. Einer hat es ja schon gemacht, zu Hause in der Küche, ja? Und der, wie heißt nochmal? Sascha Gerecht hat es auch schon laufen lassen. Das Sascha Gerecht hat es auch schon laufen lassen. Ja. In Los Angeles. Ja, ja, das sind ja dicke Freunde, ja? Der Sascha und der DJ auch noch sind dicke Freunde. Sag mal, kann es auch sein, gibt es eigentlich unter DJs so jetzt auch so Neid? Ja, ich werde immer beneidet. Ne, ich meine jetzt gerade so, wenn einer eine Platte rausbringt, spielt der andere sie gerade zum Trotz nicht, weil dann könnt ihr ja noch erfolgreicher damit werden. Nö, sehe ich nicht. Oder bei Produktionen habe ich so gemerkt, wenn es um Unterstützung geht, wenn ich mal irgendwelche, wenn der DJ Bahnhof nicht weiter weiß, muss ich halt beim Nico Herz anrufen oder so, oder bei anderen DJ-Kollegen und da kommt dann nicht viel an Unterstützung und ich habe da oft das Gefühl, dass die da gar keinen so einen großen Bock drauf haben, das zu unterstützen, dass da jemand weiterkommt, weil die ja selber schon seit Jahren keine Hits produzieren. Ja, genau so. Das kann schon sein, ja. Das wird oft gehütet so wie der heilige Gral. Ja, gell? Da gebe ich dir recht. Aber ich sage den DJs allen, Freunde, euch brauchen wir nicht, weil unsere Hits sind quasi schon fertig, ja. Die werden gerade bloß gemastert. Aber man muss halt überlegen. Aber Moment, ich muss noch eins sagen, bevor ich es vergesse. Der Nico Herz, ja, der hilft uns schon. Also ja, der berät uns in Sachen Technik und so. Und der Jojo von Supersonic, der hilft uns, was Arrangements und so betrifft. Weil der andere hat ja immer die Nase im Kot. Ja. Allein kriegt er ja gar nichts auf die Reihe. Das glaube ich dir schon.
Obwohl, wenn man so überlegt, damals, wo du Radiostar warst, alle neue Hits gespielt von allen Leuten. Die Fantafier sind eigentlich nur durch dich groß geworden, weil du es ja hoch runterlaufen hast. Ja, der Bert behauptet zwar immer noch was anderes. Ja. Was er denn behauptet? Ja. Wir haben es so bei dir gehört. Der Bert hat gesagt, er sei der Entdecker von den Fantafier. Der war ich auch ein Entdecker, das stimmt schon. Ja, aber ohne mich hätte der entdecken können, was er will. Ja. Der Bär. Ja. Da hätte der Bär entdeckt und das wäre es dann gewesen. Er braucht ja jemanden, der spielt. Ja, wir DJs. Wir DJs. Ja. Und wir sind nicht bestechen. Komm schon mal, guck mal in die Kamera. Also. Fernsehproduktion. Ja. Und du versprichst mir aber, dass du quasi den Bahnhof 21 seinen ersten Songs Wir kommen wieder spielst, ja? Kannst du auch so nachts ab zwei laufen lassen, wenn das Pack besoffen ist, da schnallen die das ja eh nicht mehr, ob da der Wendler läuft oder sonst wer. Ja? Sowas kannst du auch natürlich wunderbar bei Hochzeiten laufen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Ich brenne dir eine CD für deine Hochzeit am Samstag. Ja? Wir gehen eine mit. Ja, klar. Schick das paar E-Mails zu. 12 MB. 12 MB. Er hat ein Lied gemacht, das ist echt witzig. Nicht ich. Der DJ Bahnhof 21. Der DJ Bahnhof 21. Ja. Ständig verwechseln die Leute mich mit dem Idioten. Nee, die Maya gibt dir einen Zettel. Stift ist ja selber. Und dann kann man es draufschreiben. Könntest du einen Zettel, Stift geben? Muss ich jetzt lachen dazu? Oder? Nee, das ist nicht verstanden. Ich meine, es wird ja kontrovers diskutiert über meinen Künstler DJ Bahnhof 21. Ja, es gibt welche, die behaupten, der würde die DJ-Branche in den Dreck ziehen. Ja? Allein schon, weil er sich nicht benehmen kann, weil er so aussieht, weil er kokainabhängig ist. Und hat dann auch natürlich über Kollegen geredet, wie fandst du das Video mit Uwe Hacker? Als er Uwe Hacker erklärt hat. Ich bin niedergebrochen. Ha? Ich bin niedergebrochen. Ich meine, ich kenne den Uwe ja auch. Ich meine, was er da erzählt, das habe ich ja auch schon gesehen. Ja? Und er hat ihn ja nicht beleidigt, sondern er ist ja Fan von Uwe Hacker. Der DJ Bahnhof 21. Ne? Ist er ja auch. Ja, ehrlich. Und gegen was? Der DJ Bahnhof 21. Das ist ihm scheißegal. Es gibt Getränke, die DJ. Der reitet nur auf der Welle mit, um abzukassieren mit der Platte. Ja. Ist ihm scheißegal. Er ist quasi auf den Zug aufgesprungen. Ja? Ja, und das Video mit Sascha Gerecht? Hat ja auch Sascha Gerecht erklärt. Da sagst du lieber nichts dazu, oder? Ja, ich will nichts nein. Man kommt ja nichts nein. Ich will nichts nein. Stadtfest? Wie sieht's aus? Gehst du auf Stadtfest? Ja, ich bin doch auch in der alten Kanzlei. Da mache ich Musik. Ich stehe auf dem Stadtfest. Ja, auch. Ja. Aber ich bin in der alten Kanzlei direkt drin. Aha. Da machen die Riesenparty, weil die ja sowieso einen Standort haben. Und da tun die das praktisch dann leer räumen, das ganze Lokal. Und draußen kann man Cocktails trinken. Und drinnen kommt es nach einer Party. Das wird gegen 11 Uhr auseinanderbrechen. Da werden sie alle mich jubeln und DJ 21 rufen. Yeah! So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da alle Fragen durch habe. Ich habe doch die Schlussfrage noch. Ja. Die Schlussfrage. Tust du auch so gerne Fußnägel kauen wie ich? Nee, ich komme gar nicht hin. Nee, abbeißen, abschneiden. Soll mir abschneiden? Ja, okay. Katharina. Ah ja, Hille, dann war das mal wieder nett. Ne? Ja, das ist ich hoffe, man sieht es an meinem Blick, dass da jetzt quasi jemand gekommen ist, der muss prominenter sein als ich, weil wer unterbricht eine laufende Fernsehshow, indem man einfach wortlos aufsteht und aus dem Bild rennt? Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Und dann kommt der Hille daher mit seinen Sonderpreisen, 25 Euro. Ja. Ich glaube, das muss er hören. Das, okay. Ja.
Da kommt der Hille noch daher mit seinen 25 Euro Sonderpreis, ja, wo es doch bei Tony and Guy schon generell nur 25 Euro kostet. Ja, ja, ich bin aber Meister. Ja. Und dann, kein Redken Shampoo habe ich ja bis heute noch nicht gekriegt. Ja? Doch, Redken hast du heute noch gekriegt. Ja, aber eine Flasche, eine große Flasche. Ja? Du kannst noch eins zum Probieren. Wenn oh. Also bei Tony and Guy kriege ich mindestens eine Gallone. Umsonst, wenn ich komme. Mit meinem neuen Vertrag bei Tony and Guy. Das habe ich übrigens letztens im Vorbeifahren gelesen, ja. Tony and Guy, 25 Euro. Und habe ich gedacht, warte noch, Hille. So viel hast du noch nie gezahlt. Doch. Also, ich weiß es gar nicht. Ne, 5, ich weiß es nicht mehr. Aber ich zahle, ja, damit es mal klar ist, Freunde. Nicht, dass ihr denkt, ihr da Glück kriegt es umsonst, weil hier da diese Dinger da laufen. Ja. Bisschen billiger, weil ich bin Rentner. Also. Ne, der Achim handelt. Er ist eigentlich aus der Türkei, weil er handelt. So, Hille, dann war das mal wieder nett. Zeigen wir den Spiegel, dass du auch was mit dem Nicken aussiehst. Und vielleicht gibt es ja eine vierte Folge. Das weiß man ja heutzutage nicht. Ja. Nein. Komm, jetzt sehen wir mal die Frau. Und da schicke ich dann das. Warte mal, die Kamera. Wie sieht so? Da kannst du das für die Hochzeit laufen lassen, okay? Das ist aber die falsche Kamera. Wen heiratest du denn? Hat er Kohle? Kohle? Sie haben keinen Ehevertrag. Kein Ehevertrag. Hm? Das ist aus Liebe. Aus Liebe. Das ist toll, ja. Aus Liebe. Hält 4 Jahre. So. In der Welt. Ah, sehr schön. Wahnsinn. Mann, Hille, sind wir mal. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wirklich. Doch, ehrlich. Ohne Scheiß.